Ein Wunder. Ein gottverdammtes Wunder. Nein. Kein Wunder. Danke. Unsere Fähigkeit. Sie selbst. Tuesday, ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein, nicht ins Krankenhaus. Können Sie das Krankenhaus nehmen? Sie nehmen mir mein Baby weg. Können Sie das Krankenhaus nicht leisten? Mein Baby. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Mein Baby. Nicht, dass mein Baby stirbt! Halt durch, ganz ruhig. Uns halt was ein. Hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Los, Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine, warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja, aber ihr müsst euch verdammt beeilen! Oha. Scheiß, verdammt. Jody, komm schon! Jetzt mach doch Tempo. Ich kann nicht sprinten. Spaziert hier einfach lang. Mach's so schnell, wie das Spiel machen lässt. Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein. Wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung, wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lass nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich hab keinen. Aber uns fällt was ein. Komm! Verdammt. Da drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Das kann nicht gut ausgehen. Gott verdammt! Wo geht der Automaten? Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Das mit ein paar Münzen zu nehmen, das ist das eine. Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Das kann nichts werden. Oh, verdammt. Na gut, für das Baby. Für die Kleine. Irgendwo muss ein Schalter für das Rolltor sein. Ach, warte, erst mal Kameras ausmachen hier. Warte kurz. Haben wir noch was vergessen? Ja. Unbedingt. Bestimmt Überwachungskameras. Hier zum Beispiel. Okay, Alarm aus. Viel zu spät. Das spart uns nachher noch Ärger. Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Erkläre ich dir später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Die Waffe. Ich habe so viel ich tragen kann. Okay, dann lass uns hier abhauen. Komm. Da seid ihr ja. Los jetzt!
Das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, ja. Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen. Und bestimmt auch noch Wachkameras. Kameras hier irgendwo. Das kann auch noch schief gehen. Irgendwer muss uns doch gesehen haben. Und der offene Supermarkt, der fällt auch irgendwie auf. Wo sind wir hier? Das muss noch geübt werden. Los hier lang! Wo zum Henker? Da, oder? Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Und zwar alle. Außer Jody. Ich will nur Jody. Warum? Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Oh! Okay. Okay, keine Sorge. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Was machen wir hier? Ich kümmere mich um die Matratze. Haben wir noch irgendwas, was wir nehmen können? Ich weiß nicht, was ihr mit meinen Fresse. Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Halt durch. Okay, du kriegst das hin. Okay. Atmen. Okay? Bitte, Tuesday, immer weiter atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ich atme doch. Oh, verflucht, ich mach doch. Komm schon. Pressen. Pressen. Ja, es ist fast da. Okay. What the fuck? Ist bald vorbei. Okay? Ganz toll machst du das. Ich kann sie sehen. Der Kopf ist schon da. Ich sehe den Kopf. Jetzt pressen. Wie unspannt. Sie ist da, Tuesday. Okay, ja. Ich meinte, weil das nichts passiert. So ein bisschen. Moment der Stille. Okay, jetzt noch die Nabelschnur. Babe.
Oha. Ach, scheiße. Hier nicht verkacken. Prima Geburtshilfe. Hebammenprüfung bestanden. Das war ja gar nicht mal so scheiße. Jetzt Glückwunsch, es ist dein Mädchen. Hat sie ja vorhin gesagt. Es war bisher nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du. Ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ich hole jetzt die andere. Wow, es ist so winzig. Das ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann, sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ist auch eine Alternative. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Die Bibelgeschichte. Hat aber was. Biblisches. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. Wollte im Moment jetzt nicht mehr der Bibel versauen. Sorry. Kommt nicht wieder vor. Scheiße. Ach du Scheiße. Was passiert? Ein Weg nach draußen. Ach du Scheiße. Was können wir tun? Helfen? Natürlich nicht. Das wird so nix. Aus dem Fenster. Scheiße, ich hab man hier drin. Über den Flur. Jimmy und Tusti und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich gehe allein. Aber... Los, raus mit dir! Na, komm hoch hier. Dabei. Komm raus hier. Susan, das Baby. Sie sind oben, hört ihr? Ach du Scheiße. Wir müssen sie rausholen, bevor sie die ganze Bude abbrennt. Ist noch mehr hier außer. Ist der Tuesday. Komm, die kann ich doch hier nicht zurücklassen.
schon unterwegs. Ey, wie Scheiße. Eine Scheiße, Klobrand. Ja, was soll ich tun? What the fuck? Helf mir! Hätte jeden. Komm schon, Jimmy! Spring! Spring! Es kommt nicht. Nein! Kommt nicht in die Tüte, das hier. Ich komm nicht raus! Du kannst! Ich komm nicht raus! Du kannst! Komm schon, spring! Wenn er nicht kommt, dann zwingen wir ihn dazu. Aber Tuesday. What the fuck? Wir haben keine Zeit. Reden schnell. Hüpf. Was? Und raus hier. Was war das? Raus! Das Baby! Los, rette das Baby! Gleich nebenan! Dabei! Ich rette hier alle. Bleibt keiner zurück. Ich weiß nicht, wo es rausgeht. Nein, ich spring jetzt nicht raus. Scheiß Dreck, nein. Nein. Kackmist. Hoch hier, ich verbiete es dir, Spiel. Nein, ich will jetzt nicht fehlen. Ich starte das Spiel neu. Was tue ich? Heiliges Hackfleisch. Was muss ich klicken? Ich gebe mein Bestes. Mein Bestes ist manchmal nicht gut genug. Ich verstehe nicht, was die Maus von mir will. Spiel! Wehe, du lässt mich das jetzt hier scheitern lassen. Das ist uneindeutig. Was soll ich tun? Linke Maus, das rechte Maus, das, ich weiß es nicht. Das ist unklar. Fick doch die Hände. Monate später. Sind alle verbrannt. Shift. Bei allen Göttern. Das vergab ich nicht. Was mache ich hier? Holy shit. Was eine schwere Geburt. Nicht hier aus hier. Zweite schwere Geburt. Sorry, Geigenhumor. Oh, ich fühle gerade so mit. Was passiert hier? Spielsteuerung. Ich schwöre euch. Macht es normal, wenn ich lass nicht zu, dass die hier sterben. Wenn es sein muss, mache ich das Spiel von vorne. Komm, denk nach, Jody, denk nach. Nachdenken ist in diesem Moment ein bisschen schlecht.
schaffen wir. Das hier kein Zurück. Schnell runter, lauf! Das kommt absolut nicht in Frage. Ist alles okay? Geh weiter! Okay, schnell raus hier! Eher stirbt Jodie jetzt. Ist einer von denen. Stirbt. Er kommt hier weiter vor. Wir können durchs Fenster durch. Oder nicht? Weiter hoch. Springen aus dem obersten Fenster. Mit dem Event. Oh, scheiße. Mir sollte sowas nicht fehlen. Oha. Ah, mit dem. Oha. Ey, passt auf dich auf. Spring. Hilf mir ein. Mein Bestes. Und tot. What the fuck? Sie atmet nicht! Weil ich das scheiß Squid Game Event verkackt habe? Bitte was? Game over. Jodie tot. Dein Ernst? Dein verfickter Ernst? Oh mein Gott! What? Das wiederhole ich. Und sein muss das ganze Kapitel. Was zum. Der eine verschissene Krieg, der. Ist ein Ding mit einem. Was? Credits, the end. Du ja. Na, wie geht's dir heute, Jodie? Gut? Nicht den ganzen okay, wir setzen das hier jetzt sehen. Es ist nicht schlimm. Genau, ja. Eine Krone. Hier finden. Nein gesagt, keine Widerrede. Verschwendest deine Zeit, Jodie. Zum hundertsten Mal, du bist nicht wie alle anderen und ihr habt es bei mir. Du wirst immer anders sein. Du musst nicht daran gewöhnen. Ich nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Normale Abteilung. Das ist alles in der Welt. Löffel und Gabel verbiegen und mit Totis gleich keine Wiederholung. Ich bin so wie eine Chance. Ich habe eine blutige Welt. Ich gehe nicht ins Licht. Ich habe hier Regenschirme und Kleidung wie die. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter der Brücke gefunden wird. Und wir müssen zur Magierin, Jodie. Die Existenzen. Ich gehe nicht ins Licht, nein. End. Bin ich tot? Spiel, du wirst mich verarschen. Mit der Horror beginnen. Leben dauert und durchlaufen. Warte, das ist mein Baby. Lasst mich sehen, ganz gut. Aber sie ist mein Baby. Bringt sie mir. Ich hab's nie überlegt. Ich will mein Baby. Bitte, ich will sie sehen. Bitte, bitte, lasst mich zu ihr. Ich will mein Kind.
Bitte, lasst mich zu ihr! Oh no. Wer war die Frau? Warum zeigst du mir das? Was sieht das jetzt mit? Ist sie meine Mutter? Es passiert nicht mit ihr. What the fuck? Wir hatten ein Bad Ending oder was? Wir was verkackt haben oder wie? Alles schwarz. Alles aus. Nein! 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 Ich will nicht zurück! Ich will bei dir bleiben, Aiden! Aiden! Nein! Oha! Wir leben wieder. Aiden? Wieso Aiden? Ich wollte nicht mehr hier. Wird das nicht enden sollen, das Kapitel. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die wir einfach mit unserem Tod verursacht haben. Na toll, wir sind vor der Polizei auf der Flucht und im Krankenhaus. Und wir kommen zu Life is Strange 2, würde ich sagen. Kerle geschnappt, die unser Haus abgefackelt haben. Das Benzin an ihren Sachen war der Beweis. Krank, oder? Arschlöcher. Das habe ich anders. Das von uns, Jody. Wir alle. Das war anders. Das habe ich anders genommen. Sind wir immer bei dir. Wir müssen das Play schon wahrscheinlich bei Grunk. Das habe ich definitiv anders in Erinnerung. Fast zum Henker. Ich habe den Job. Und dieses kleine Apartment. So viel kann man ja jetzt verpasst. Mir geht's ganz gut. Komm wieder, Jody. Wir vermissen dich. Definitiv nicht das Optimalste. Der optimalste Ausgang dieser Geschichte. Jetzt gehen wir erstmal duschen. Ja, die haben wir hier. Ohne Klamotten. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen.